Hallo und herzlich willkommen zurück bei rausig, mausig, durchgelitten Dark Maus. Ich habe gerade so gemacht, das hieß Mund abputzen, weitermachen. Denn ich habe hier im Moment, ach Mann, ein wenig Probleme mit dieser Passage. Und doof ist, dass meine Viecher hier an dem ersten Gegner einfach vorbeisprinten. So. Ah, okay. So, die haben wir schon mal weg. Jetzt widme ich mich denen hier. Mein Schwert ist mittlerweile nicht mehr so stark, mein. Und die kann man eigentlich auch das nehmen. So, boah. Wecke Oschid. Das ist ein besonders starker hier. Der hat sehr viel Leben und ist sehr groß. Aber jetzt ist er geschlagen. Heilungsitem. Heater Shield. Das gucken wir uns an. So, hier haben wir Spiked Shield schon mal. Wooden Shield covered in spikes. Can damage enemies when used in a shield bash. Und Heater Shield. Deflection und Block Angle. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Ah Mist, you are overburdened. Hiermit auch? Ne, hiermit nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall Capacity jetzt immer weitermachen. Nehmen wir erstmal Spiked Shield. Okay, da dürft's. Ich gehe erstmal hier links lang. Aha, okay, ich habe euch gesehen. Okay, darauf reagieren sie nicht. Sehr gut. Ah! Oh, die sind echt mies. Weil sie so schnell angreifen. Jetzt muss ich da an der Stelle wieder vorbei. Diesmal mit einem Level auf dem Spiel. Ich hoffe zumindest, dass der Große einzigartig ist. Ja, aber mein Vorgehen hier einfach straight reinzusprinten war ganz gut eigentlich. Weg. Okay, der Große scheint aber einzigartig zu sein, immerhin. Das ist gut. Okay, ja, der Große ist einzigartig. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Oh, ich wollte jetzt hier geradeaus. So, mein Plan ist jetzt, glaube ich, reinhüpfen, raushüpfen. Und... Oh, Alter, diese. Habe ich sie alle erwischt? Nein! Oh, nein. Habe ich noch einen? Nein, habe ich nicht. Ja. Das ist nämlich auf jeden Fall mal so ein. Zack, wir finden nämlich genug davon. So. Da ist ein Dings. Da sind wir jetzt wieder bei Ausdauer. Zweimal. Jedem Souls-Spiel das Wichtigste, die Ausdauer. New Ability Point. Also ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal Running Step Attack machen. Oh Gott. Oh, der war sofort tot. Okay.
Jetzt setzt er aber nach. Okay, gegen die in die Offensive gehen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Probieren wir es. Ja, wenn man daneben haut, ist dann natürlich schlecht. Oh, was tue ich? Alles andere zu drehen gerade hier. So, ich wollte noch gucken, was hier ist. Okay, jetzt noch wieder darüber. Ja, mit dem Rennen und dann R2 kann ich jetzt den Gegner stunnen. So, hier haben wir noch. Jetzt rennt er da zu denen rein. Oh Gott, ich will nicht. So, was haben wir hier? Ihr müsst in den Raum gehen, wo ich vorhin gestorben bin. Glaube ich. Ne, das ist zu. Steel Shards. Ach so, der steht weiter oben. Ah. Fiese Fallen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also das war auf jeden Fall der Weg wieder dahin. Aber das scheint dann scheint es hier weiter zu gehen. Dann möchte ich da erstmal lang. Okay, das hat hervorragend funktioniert. Nicht. Okay. Kommen lassen. Ach Mann, jetzt habe ich zum Aufsammeln das gedrückt und... Ja, ihr seht, das ist gar nicht so schwer. Einfach mal ein bisschen clever anstellen, dann... Das ist auch alles gar nicht so wild. Kommt der hier immer oder? Nee, okay. So. So. Dann nehme ich mir jetzt... Wo kämpfen die gerade? Wie seid ihr da raufgekommen? Okay. Oh, jetzt kann ich nicht ganz fallen. So, hier war ich ja vorhin angekommen, ne, und habe dann gemerkt, dass es in den Raum hier geht. Ja, okay. So, jetzt die drei Typen da. Ich will jetzt nochmal da hoch. Das heißt, wir können uns hier ruhig das Feuer nehmen. Setzen unsere Capacity hoch und damit unser Movement Speed und dann wieder Curved Swords. Ich weiß nicht, ob Dexterity nicht auch noch ganz wichtig wäre, aber ich will jetzt nicht so viel scalen. Reicht das schon für die nächste... Die Stufe 6 brauche ich dafür. Okay, jetzt nochmal hier hoch. So. Steel Shards, immer wichtig. Da kann man gar nicht runter, okay. Jetzt habe ich 9 Scherben schon.
Okay, das heißt... Ne, da ist noch ein Weg. Hier lang. Marrow. Fackeln machen wir mal an. Zack, zack. Noch mehr Seashards. Voll reingehüpft. Die alte Souls-Regel, die können alles, was man auch kann. Wenn man selber einen Nachsetzschlag kann, können sie das auch. Okay, jetzt will ich mal gucken, kann man hier rein, ohne dass die einen bemerken? Ja, okay. Gut. Ah, jetzt hat er mich bemerkt. Ja, macht ihr mal. Ah. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich gleich erkannt, dass das erst der zweite war, der mit Feindbogen schießt. Hallo! Es ist zum ins Mikrofon beißen. Okay. Jetzt sehe ich auch noch falsch. Lass mich. Wie kommst du denn jetzt? Oh. Der hat auch schon ein richtiges Kettenhemd an, der Gegner. Ich glaube eben, dass ich gerade, aber dass ich glaube, aber habe Hoffnung, dass hier am Ende eine richtig fette Belohnung auf mich wartet. Das ist meine Hoffnung. Ach ja, erstmal war ja der da noch. Mann. Ich bin zu blöd. So richtig knallhart.
Jetzt lass ihn doch mal hier rein. Daneben. Okay, jetzt erstmal den Speerträger locken, wenn es geht. Ja, genau. Okay, sehr gut. Okay, das war jetzt nur der Speerträger. Jetzt wollen wir dich. Flammenbällen weghauen. So, und weitersehen. Da drüben sind die zwei Bogenschützen. Hä? Achso, oh. So. Vor allem können wir den erstmal noch reinzimmern. So, und jetzt Konzentration. Die alle schon Kettenhemden haben. Auch Kettenhemden. Was hat er volle Ausdauer? Nein. Ach, Mann. So. Schwerer Bogen. Marrow. Noch irgendwas? Amulett. Okay. Ginseng-Amulett. Increase your dexterity. Ja, das nehmen wir statt dem Bogending hier. Okay, also das hat sich hierfür auf jeden Fall schon mal gelohnt. Weil wir haben auch jede Menge Zeug verbraucht. Okay, das war's. Das war alles, was hier zu finden war. What? What? Wo bin ich denn? Ach, das sind die drei. Jetzt hat sich mein Typ mit den... angelegt. Jetzt sind die hier. Ah ne, die sind mir dahergelaufen. Ah! Okay, ganz ruhig. Einfach versuchen, sie abzuhängen. Renn. Torch is low, auch das noch. So, geschafft. So, wieder Greatsword. Und Pyromancy. So, okay, gut. Das heißt, wir sind einmal wieder unseren Baum runter. Und können von vorne anfangen. Warum hat ihm das keinen Schaden zugefügt? Haha. So, einsammeln. Jetzt schnell weiter. So, jetzt muss ich wieder hoch zu dem... Gut, das haben wir geschafft. Und dann machen wir hier an dem Bonfire Pause. Und werden dann beim nächsten Mal den Weg nach oben weitergehen. Wissen jetzt, dass das rechts optional war. Bis jetzt trügt mich da immer mein
Mondschein gar nicht, meinen Instinkt gar nicht so sehr. Das ist ganz gut. Und ja, dann machen wir weiter auf der Suche nach Annas Vater Viktor. Und finden den bestimmt auch und kriegen seinen Segen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gautron. Ciao.